Hallo Leute und herzlich willkommen, Sascha mal wieder hier für euch am Start. Und ja, ihr seht im Hintergrund eine neue Folge Dead by Daylight. Ich bin momentan ziemlich krass gehypt von dem Spiel und ja, wir spielen wieder als Survivor. Und ich trete einfach mal in der Lobby bei, mal sehen, was uns erwartet, was wir für Spieler bekommen. Und ich hoffe, ihr habt das erste Video gefeiert. Ja, was ich hochgeladen habe. Und wenn ihr dieses zweite Video seht, ich bin immer noch am gleichen Tag am Aufnehmen und ich habe ein bisschen den Sound höher gestellt, weil ich habe gerade gesehen in der Aufnahme, es war ein bisschen, ja, ein bisschen leise. Man hat noch alles gehört, aber es war vielleicht ein bisschen zu leise. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen zu laut ist. Und es geht los. Und wir sind hier mit einem Level 6er, Level 14, oha, Level 14 und Level 5er. Und ich bin Level 1. Ja. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, ich habe so ein bisschen was schon erklärt im ersten Teil, guckt euch den an. Verlinke ich euch irgendwo hier auf dem Video, jetzt in dem Moment wahrscheinlich. Und ich bin überlegen, sowas in Zukunft öfter zu machen. Ich möchte auch meinen YouTube-Kanal ein bisschen wieder aufpeppen, ein bisschen mehr Videos bringen, ein bisschen frischen Wind in die ganze Sache reinbringen, weil die letzten 3 Jahre, ja, war ich ja mehr oder weniger inaktiv. Oder was heißt inaktiv? Ich habe schon ab und zu mal was gemacht, aber nicht so aktiv, wie ich jetzt mal ein bisschen sein möchte. Und ja, es geht los. Es lädt noch. Und ich entschuldige mich nochmal, falls ihr im Hintergrund irgendwie meine Tastatur oder so hört. Ja, ich spiele noch nicht mit dem Controller und mein Standmikrofon liegt halt genau auf dem Tisch mit auf, wo die Tastatur ist. Und deswegen, ja, wenn ich hier auf die Tasten haue, kann sein, dass ihr das halt ein bisschen hört. Ja, weil Geräuschübertragung und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid. Tal der Qual. Okay, das ist wieder das... Ist das das Maisfeld? I don't know. Wir hatten in der ersten Folge das Maisfeld. Und falls ihr euch fragt, was ich dabei habe, das ist der... ein Arzneikoffer, um mich zu healen. Und ich mache das Ganze mal so am Anfang. Ich spiele sehr defensiv. Ich gucke erstmal, was abgeht, weil dem Killer sofort an die Arme zu laufen, ist wohl das Schlechteste, was man hier machen kann. Und das kann sowieso... Das Spiel hat keine Zeitbegrenzung. Wenn, ich habe schon Matches gesehen. Oh, ich höre ihn. Nein. Oha. Er ist mega nah. Okay, da war er. Zum Glück bin ich nicht weitergelaufen. Und ich habe schon Matches gesehen, da haben die irgendwie eine halbe Stunde und so weiter gespielt. Also von daher, es gibt keine Zeitbegrenzung. Und man muss einfach nur, glaube ich, aufpassen am Anfang, dass man nicht sofort gekillt wird und ein bisschen sich orientieren, wo der... Okay. Nein, lauf doch nicht zu mir, Mann. Ernsthaft? Hat er mich gesehen? Oh, fuck. Ist neben mir. Da läuft er. Okay. Er ist weg, ich verpiss mich. Ich helfe meinen Mates und ich muss das unbedingt üben, diese Quicktime-Events. Och, Mate. Okay, ich hab's auch verkackt. Aber nur weil der Mate es verkackt hat. So, weg hier. Ach, sie wurde aufgehangen, okay. Ich glaube, das verlieren wir hier, weil wenn so früh schon einer stirbt. Das Gute ist, man kann halt in der Zeit, wo da jemand hängt, eigentlich relativ simpel einen Generator anmachen. Weil der Killer halt mit dem beschäftigt ist, der da hängt, damit ihn keiner befreit. Okay, wir machen das. Wir machen das. GG. Okay, wir müssen dem Typen helfen. Was leckt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Können wir dem noch helfen? Ah. Oh shit. Und er ist der andere, der ihm helfen wollte, ist in eine Bärenfalle getappt.
Ja, Leute, wir müssen da eigentlich hin, oder zu zweit? Ich weiß nicht, ob man das zu zweit gewinnen kann. Der eine, erste ist tot, der andere liegt auf dem Boden und ja, wir müssen dem helfen, ansonsten macht es keinen Sinn, glaube ich. Okay, er ist direkt hier bei mir in der Nähe, oder? Ja. Oh, fuck! Wo kommt er denn her? Ich kann mich nicht bewegen. Auch gut. Ich konnte mich nicht bewegen in der Zeit, wo er mich einmal kurz gehauen hat. Ja, GG. Ich kann auch ein bisschen versuchen zu strugglen. Aber das sollte es gewesen sein, Leute. Und deswegen lasst euch am Anfang niemals sofort holen. Sonst schafft ihr das nicht. Ihr müsst wirklich am Anfang mega langsam spielen. Und wenn ihr merkt, einer ist da am Flüchten und er schafft es, den abzuhängen. Ganz gut. Okay, der Mate rettet mich. Sehr gut. Danke, Digga. Er ist immer noch hinter mir. Ich bin weg. Okay. Dich. Okay, dem müssen wir helfen. Er hat uns auch gerade geholfen. Wo bist du? Das ist in einem Haus. Ah, fuck. Okay, er ist da hinten. Er ist direkt am Eingang. Ah, fuck. Und Leute, noch ein Tipp, ja, befreit euch niemals. Am Anfang steht da mehrere Male zum Entkommen Leertaste drücken. Macht das niemals, weil dann geht sofort die Hälfte von eurem, oh fuck, hat er mich gesehen? Hat mich gesehen, oder? Hat mich gesehen, fuck. Ey, wieso ist er schneller wie ich? Normalerweise ist man doch gleich schnell, oder nicht? Fuck. Ich bin tot. Nein. Oh, wir verkacken das so hart. Oh. Ja. Wir verkacken das so hart. Und jetzt, Leute. Okay. Ja, ich bin einfach instant tot. Okay. Oh Mann, ey. Wir haben das so hart verkackt, Leute. Okay, ich bin down. Ja. Der Killer war einfach gut und wir haben einfach schlecht gespielt. Bei uns sind die Teammates einfach, die haben sich zu schnell fangen lassen. Obwohl sie schon so ein hohes Level waren. Ich weiß gar nicht, wie viel man spielen muss, um Level 16 zu werden. Und wir können jetzt noch einem zugucken. Oh fuck. Er ist auch down. Kann ich hinter ihm gucken? Nein, kann ich nicht. Okay, sie ist ganz gut. Hat sie es geschafft? Okay, das war nice. Ah, da läuft er noch rum. Okay. Er hat sie wieder.
Ja, das war's. Ich glaube nicht, dass sie noch entkommen kann. So, wenn man einmal getroffen wurde, ist man langsamer. Und wenn sie jetzt... Oh, fuck. Ja, das war's. Leute, das war's. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Auch wenn wir diesmal ziemlich hart verkackt haben, aber ich meine, das gehört ja auch dazu. Und ja, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen mehr davon machen. Und ja, haut rein.